Jo Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen LS22 Video hier auf meinem Kanal Benny. Heute geht es um Baustellenfahrzeuge, da mich in der letzten Zeit wirklich viele Nachrichten erreicht haben, so von wegen, hey Benny, gibt es denn neue Baustellenfahrzeuge? Und ja, die gibt es auf www.ls22-mods.de. Download-Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. So, wir haben jetzt hier einmal den Store Deliveries Mod. Damit könnt ihr dann dementsprechend Fahrzeuge irgendwo hinsenden, da wo auch immer ihr wollt. Das ersetzt, sage ich mal, den Shop so ein bisschen. So, wir nehmen einfach mal hier das erste Fahrzeug. Das ist so ein schöner Bobcat. T76. Kam, glaube ich, gestern online. So, kuppeln wir einmal an. Und ja, damit können wir dann auch dementsprechend hier auf unseren Baustellen arbeiten. Das ist auf jeden Fall möglich. So sieht es hier von innen aus. Licht hat er natürlich auch. Ist da überhaupt Blinker? Ich glaube, ein Bobcat hat keine Blinker. Nee. Aber dafür hat er Licht. LED. Ist Halogen. Nicht schlecht. Ja, damit könnte er auf jeden Fall sehr gut auf einer Baustelle arbeiten. Ich denke, es wird auch nicht lange dauern, bis dann die ersten Baustellenmaps online kommen. So, dann haben wir ein extremst riesiges Fahrzeug. Das sieht jetzt erstmal klein aus, aber schaut mal, das geht bis zur Decke hier. Und wenn wir uns den jetzt einmal mieten, guckt euch mal dieses Teil an. Wie riesig ist das denn bitte? So, hüpfen wir einmal hoch. Kann ich denn jetzt hier nicht rein? Ja, dafür braucht ihr natürlich auch dementsprechend Platz. Dieses Fahrzeug ist bestens geeignet für irgendwas im Steinbruch. Weil, schaut euch das mal bitte an. Also das ist jetzt kein normales Straßenfahrzeug. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt hier durchbekommen. Ist viel zu breit. Theoretisch wären die Laternen jetzt hier ab. Ja, ihr seht es. Also, es ist nicht gerade klein. Kommen wir denn jetzt hier überhaupt her? Ich glaube, wir müssen den Bobcat mal kurz an die Seite fahren. Da dürften wir normalerweise nicht herkommen. Fahren wir mal hier. Das ist wieder so ein Fahrzeug. Das ist unfassbar. Ja, beim Nachbarn wieder schön übers Auto. Oh, guckt euch das mal an, wenn das Teil rückwärts fährt, wird plötzlich aus einer Nacht mitten am Tag. Wo hängen wir denn gerade drin? Ach, wir hängen hier in einer Baustelle drin. Ja, das ist die Umfeldbeleuchtung. Vorsicht. Gott, oh Gott. Ja, nicht gerade klein. Kann man gebrauchen für größere Maps definitiv. Also wer da irgendwie Bedarf hat, größere Mengen an Steinen, Erde oder was auch immer wegzutransportieren, der kann das gerne machen. So, da wir genug Spinat gegessen haben, können wir den nochmal kurz hier drehen. Dann sehen wir den auch mal von vorne. So schaut das aus. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Das ist dann ein dementsprechender Cat 990H. Auch in einer etwas größeren Größenordnung zu finden. So schaut dieses Fahrzeug dann aus. Also ihr seht, das sind schon nicht kleine Fahrzeuge. Wenn es irgendwann mal eine größere Map gibt mit Baustelle, dann sind das so ideale Fahrzeuge dafür. Ich glaube genau, das ist auch wieder von FS Miner. Jetzt habt ihr ja auch nochmal einen Größenvergleich. Also, das ist nicht klein. Wie einfach alles rumgeflogen ist. So, den parken wir auch einmal hier. Das stellen wir mal an die Seite. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Dafür brauchen wir gleich noch einen LKW. Das ist nämlich hier ein Goldhofer 2-Achsen-Tieflader. Können wir natürlich auch noch konfigurieren hier mit Farben, wer das möchte. Mieten wir einfach mal und dazu holen wir uns dann jetzt noch kurz einen LKW. Wir nehmen den MAN. Hauptfarbe machen wir mal Orange. Felgenfarbe machen wir
Oh, Chrom sieht auch schick aus. Nehmen wir weiße Reifen. Kennzeichen, klar, können wir natürlich auch machen. Und dann mieten wir uns das Fahrzeug einmal. So, ich finde den Orangeton richtig schick. Also das hat schon so eine Kommunalfarbe. Fahren wir einmal rückwärts. Kuppeln den an. Und jetzt können wir hier noch, ne, ihr seht es. Können das heben, senken. Das ist halt möglich. Dann, was haben wir denn sonst noch so für Funktionen? Sehen wir da irgendwas? Ich glaube, das sind die einzigen Funktionen hier. Genau. Da könnt ihr dann das Fahrzeug drauf fahren. Und wenn ihr dann aufgeladen habt, könnt ihr dann auch hier wieder ankuppeln. Denn eine Rundumleuchte hinten? Nee. Dafür ganz normal Blinker. Aber von den ganzen Fahrzeugen, die ihr hier seht, könnt ihr maximal den Bobcat da drauf packen. Weil die anderen... Nee, davon brauchst du ja schon mindestens zwei. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Mod hier. Das ist jetzt ein Leaper R926. Haben wir auch nochmal Möglichkeiten, da irgendwas drauf zu packen. An Designs. Dann nehmen wir einfach mal so eine Standardschaufel. Wir haben jetzt natürlich auch noch hier andere Möglichkeiten. Ja, wir können hier so einen Haken machen, also einen Kranhaken ankoppeln, wenn wir irgendwas Bestimmtes wie so ein Saatgutpack transportieren möchten. Ein Hydraulikbreaker, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber kann man halt mal gebrauchen. Ne? Das sind so die Möglichkeiten, die ihr hier auf jeden Fall habt. Und auch hier haben wir wieder eine Blitzrundumleuchte. Das Ding ist echt laut, muss ich schon sagen. Aber 8 km/h schnell, also, oder was heißt schnell, langsam. Ups. Aber es ist halt ein Bagger, ne? Auch dementsprechend animiert, wie ihr sehen könnt. Was ich ganz cool finde bei solchen Baggern, ist immer diese Remove Bucket Collision. Heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel runtergehen, seht ihr, ist die Kollision vorhanden. Wenn wir jetzt Taste X drücken, ist die Kollision irgendwie immer noch vorhanden. Ich schau mal kurz. Achso, ja, jetzt geht's. Genau. Okay. Ist natürlich ganz gut, wenn man hier irgendwie was nehmen möchte. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier aufsammeln können. Geht es? Mal kurz wegen der Steuerung gucken. Oh, der hat aber echt viele Fehler, muss ich schon sagen. Da geht es halt um so andere Sachen, okay. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie füllen können. Zumindest die Steine, die da jetzt zu sehen waren, nicht. Gut, dann gehen wir zum nächsten Fahrzeug. Das ist dann hier der Pickup. Den kenne ich ja bereits schon aus einem Video. Und was mir gerade einfällt, es gibt noch einen Bagger. Der ist aber hier gerade irgendwie nicht im Mod-Ordner drin. Den könnt ihr dann auch nutzen. Genau. So, das mieten wir dann einmal. So ein Bauweberfahrzeug, ne, so ein Baustellenfahrzeug, falls man das halt benötigt, kann man das dann halt auch nutzen. Jo, so sieht das aus. Also das sind jetzt momentan so die meisten Baustellenfahrzeuge, die schon online sind. Es kommen natürlich immer mal wieder neue Baustellenfahrzeuge online. Müsst ihr einfach regelmäßig auf ls22mods.de gucken. Aber das sind jetzt so die, die ich auch momentan in meinem Mod-Ordner drin habe. Und ich denke, dann wenn es bald genug Mods gibt, kann man da auch mal wieder
die ein oder andere Bauwoche, Feuerwehrwoche oder was auch immer machen. Gut, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, euer Benny.